Wir bieten im neuen Video Digest. Anatoly Junitsky informiert über das neue Büro in Dubai. Michail Kirichenko erkundigt sich über die Details zu der Baustelle in Sharjah. Wir erstellen einen Blog über die Investitionen und Technologien von Skyway. Hallo, ich bin Dina Kalfin mit dem wöchentlichen Video Digest über das Skyway-Projekt. Michail Kirichenko besuchte das neue Büro von Anatoly Junitsky in Dubai. Er sprach mit dem Chefkonstrukteur über die Entwicklung von Skyway im Nahen Osten. Anatoly Junitsky teilt mit, dass der Bau des Ökohauses in Sharjah bald zu Ende geht, ebenso die Errichtung der ersten Testtrasse für Passagiere. Der Konstrukteur erinnert sich, wie damals vor einem Jahr auf diesem Gelände noch nichts gegeben hatte. Heute finden im Skyway-Zentrum Präsentationen für Gäste statt. Unlängst war hier eine Delegation der Studierenden der amerikanischen Universität in Sharjah zu Besuch. Dies ist eine der Universitäten im Emirat, die sich erfolgreich entwickeln. Dozenten aus Harvard, Cambridge und Oxford halten hier Vorlesungen. Man plant eine Skyway-Bildungsstätte, damit Studierende Skyway-Technologien lernen, so Anatoly Junitsky. Der Link in das vollständige Interview mit Anatoly Junitsky findet sich unter diesem Video. Ein weiteres Interview aus den Emiraten. Michail Kirichenko besuchte das Innovationszentrum von Skyway in Sharjah. Dort führte er ein Gespräch mit Andrei Bakun, dem Leiter der technischen Aufsicht der Junitsky String Technologies Company. Dabei gibt es einige interessante Fakten zum Bau der ersten Testtrasse von Skyway in Sharjah. Man baute an der Trasse Tag und Nacht. Am Trassenbau waren Fachleute aus Weißrussland und aus den Vereinigten Emiraten beteiligt. Andrei Bakun betont, dass die Designer bei der Projektierung der Zwischenträger in Sharjah den arabischen Dekor verwendeten. So bekamen die Ständer in den FEAE eine feine, zierliche Form. Die Erfolge des Skyway-Projekts finden Interesse bei Journalisten, Wissenschaftlern und Investoren. Wir erstellen einen Blog, um häufige Fragen der Interessenten möglichst gründlich zu beantworten. Sie bekommen jetzt die Informationen zum Projekt, die die Präsentationen oder Nachrichtenausgaben nicht immer vermitteln. In unserem Blog gibt es bereits die ersten 5 Artikel zu Crowdfunding, Investitionen und Verkehr. Der Link findet sich unter dem Video. Schreiben Sie Ihre Kommentare zum Video Digest, welche Informationen Sie in unserem Blog finden möchten. Das waren unsere Nachrichten dieser Woche. Wenn Sie sich für die Skyway-Technologie interessieren, gehen Sie auf die von Skyway Capital Seite und unterstützen Sie unser Projekt. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Abonnieren Sie den YouTube-Kanal von Skyway Capital. Aktivieren Sie die Benachrichtigungen. So behalten Sie unsere Videos mit Digest immer im Auge. Auf Wiedersehen!